gerade noch bei Starbucks gewesen. Das hier ist ein Mokka Frappuccino ohne Sahne und mit Kaffee. Ja, die haben mich sogar richtig geschrieben. Was ein Wunder. Wunderschönen Buenos Dias, meine Lieben. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gedreht hatte. Jedenfalls habe ich gerade mein Bett gemacht und bin jetzt... Ach, ich hatte, glaube ich, Aufnahmen gemacht, aber die hatten keinen Ton. Genau. Übrigens, Leute, gestern noch mega schönes Wetter, mega warm. Also, was heißt mega warm? Aber schönes Frühlingswetter. Heute einfach wieder vollkommen gefroren. Wer wurde in der Nacht von einer Mücke gestochen? Also frage ich mich, was da los ist. Wo ist diese Mücke? Ich muss die unbedingt finden. Aber ich schlafe immer so feste durch oder so tief durch, dass ich das gar nicht mehr merke, wenn eine Mücke in meinem Zimmer ist. Heute gibt's selbstgemachte Pizza. Die hatte ich ja schon mal. Die hatte ich ja schon mal in meinem Vlog gezeigt. Die selbstgemachte Pizza, und heute gibt's die nochmal. Mal sehen. Bin sehr gespannt. Ich habe voll Hunger. Also was heißt, ich habe voll Hunger. Ich habe voll Lust auf Pizza. Ich muss aber auch noch was frühstücken. Hallo, ihr Schnupsis. Habe ich gerade fertig gemacht und sitze jetzt an meinen Steuern. Hier ist mein wunderschöner Laptop. Übrigens, für alle Leute, die so ein bisschen immer so denken, Apple und keine Ahnung, aber der MacBook, also oder das MacBook, ich habe ja MacBook Air mir damals gekauft, wegen dem Mischpult. Das ist echt mega nice. Also wirklich mega nice. Und heute mache ich meine Steuern. Wenn ich Steuern sage, meine ich eigentlich nicht meine Steuern, also nicht die Steuererklärung, sondern ich mache die Buchhaltung zu den Steuern. Also immer wenn ein Monat bei mir um ist, habe ich halt ein eigenes Konto. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Also für alle Leute, die das gucken und selber Streamer sind oder so. Kann ich euch nur raten, sobald ihr ein Unternehmen gründet, generell in jedem Geschäfts- oder in jedem Marketing, macht ein Konto auf, wo nur eure Einnahmen von eurem Betrieb sind. Wisst ihr? Also wirklich nur die Donations draufgehen, wo ihr dann Bezahlungen macht, die ihr von dem Konto dann oder euch kauft. Das kostet dann im Monat mehr oder im Jahr wieder an Gebühren von dem Bankkonto, aber es erspart euch einiges an ja, unsinnigen Sachen, so ein bisschen. Also so richtig banalen Sachen, dass sie halt auf dein normales Bankkonto drauf gucken können und dann die gewisse Zahlungen fragen, warum das getätigt worden ist oder so. Deswegen macht euch auf jeden Fall ein eigenes Bankkonto, wo ihr dann auch nur geschäftliche Sachen macht, also keine privaten Sachen. Damit habt ihr auf jeden Fall schon mal ein besseres Omen. Ja, ich mache das immer so, also für alle Leute, die das interessiert überhaupt, ich finde das ja eh immer interessant sozusagen, weil der Vlog heißt ja auch das Leben einer Streamerin. Also ich mache das immer so, ich gehe in meine Bank-App, habe halt Online-Banking und da kann man die ganzen Belege halt rausziehen und die Belege ziehe ich mir halt raus von dem Konto, das halt mein Geschäftskonto ist. Und da schaue ich dann, was für Einnahmen sind und was für Ausgaben waren. Und zum Beispiel Ausgaben, ich sage jetzt mal, ich habe diese Vlog-Kamera gekauft, dann suche ich halt den Beleg auf Amazon und lege den dann in so einen Ordner extra rein, wo das drin ist. Mit dem Datum beschreibe ich das dann, wann das gebucht worden ist von meinem Konto, damit man einen besseren Überblick hat. Ich habe natürlich einen Steuerberater mir damals geholt, weil ich einfach zu sehr Angst habe, dass da irgendwas schief geht oder ich in irgendwas reinkomme, weil gerade Online-Marketing ist so ein großes Ding fürs Finanzamt. Habe ich mir sagen lassen, weiß ich natürlich selber nicht wirklich, weil ich jetzt noch keine wirklichen Berührungspunkte mit dem Finanzamt hatte. Aber da wird halt öfter mal geprüft und halt mal geguckt, was ich ja auch nicht schlimm finde. Aber dann bin ich mir halt auf der sicheren Seite, wenn ich einen Steuerberater habe. So, bin so ein Otto. Ich habe irgendwie mein Passwort vergessen für die Bank und jetzt kann ich nochmal zur Bank rennen. Ah, so einige Minuten später, ich war jetzt bei der Bank, war auch noch einkaufen und... Soll ich sagen, meine Bank ist jetzt gesperrt. Erstmal, ich muss jetzt auf Post warten, die dann 1 bis 2, 3 Tage dauert. Digitales Deutschland auf jeden Fall wieder am Start. Ah, Leute, ich wollte euch kurz zeigen, was ich mir gekauft habe. Und zwar war ich bei der Parfümerie und habe mir erstmal so ein Reinigungsgel gekauft für die Haut mit so einem Toner, also so einem Wasser. Und noch eine Creme.
werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die hatte ich sogar schon mal und ich meine, das war mega gut. Dann habe ich mir noch so Festival-Klebedinger gekauft. Dann so ein Ding. Und zwar gibt es so Make-up-Schwämme und die, ich weiß halt nie, wie ich die einpacken soll. Und deswegen habe ich mir jetzt so ein Ei gekauft, wo ich den Make-up-Schwamm dann rauen tun kann. Und dann kann ich das verschließen, dann ist es halt relativ hygienisch, relativ, weil es halt nicht komplett zu ist. Aber es kann halt atmen und hier drin dann bleiben. Dann habe ich mir magnetische Wimpern gekauft. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die hatte ich sogar schon mal und will die einfach nochmal anziehen. Ich sehe dann immer mega anders aus, wenn ich so solche Dinger trage. Dann noch ein Eyeliner, wenn meiner kaputt ist. So ein Augenbrauengel, um die Härchen nach oben zu kämmen. Ein Bronzingpuder von Adeko. Ich mach's mal auf. Von Adeko. Es hat halt hier so eine schimmernde Oberfläche und eine etwas hellere. Meiner ist nämlich schon ewig alt und ich dachte, ich hole mir mal was anderes. Dann noch ein Concealer von Maybelline. Und ich teste mal mich aus, was für ein Make-up ich tragen kann, weil ich hätte gerne ein Make-up, was halt wirklich zu meinem Hauttypen passt. Und da hat mir die Frau jetzt die beiden hier gegeben und diese beiden, also etwas dunkleres. Bin mal gespannt, ob das zu mir passt. Dann habe ich noch so eine Probe bekommen von Olympia. Finde ich auch cool, würde ich mir vielleicht gerne auch mal zulegen, einen neuen Duft. Ja, das habe ich gekauft. Achso, unter anderem habe ich auch noch gekauft einmal hier diese Sachen. Das ist so eine Sushi-Platte, also Seetang. Ich glaube, man nennt es auch Seetang, oder? Norimaki Sushi Roll. Ja, auf jeden Fall kann man da ja Sushi drin machen. Allerdings würde ich nicht gerne Sushi daraus machen, sondern das so halbieren, mir Reis kochen und das dann immer so reinklappen mit ein bisschen Obst, mit Gemüse und das dann so snacken. Außerdem noch Pulmol, eine Handcreme von Balea mit Olive und natürlich auch noch Sushi, also beziehungsweise Sojasauce. Habe, glaube ich, gar keine Sojasauce mehr gehabt, deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Die hält ja eh Ewigkeiten, glaube ich zumindest. Wie lange hältst du? Du hältst bis zum 20.07.2023. Ja, bis dahin habe ich es wahrscheinlich nicht leer, aber ich glaube, dass sie auch länger hält. Keine Ahnung, mal sehen. Ja, das war mein Einkauf. Good morning. Ich werde jetzt trainieren, und zwar meine Beine und Po. Und bin auch ungeschminkt, werde danach zum Solarium gehen, wegen meiner Akne. Gehe ich ins Solarium, um das besser zu machen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das was hilft und meine Haut gut tut, auch wenn Solarium nicht unbedingt gut ist, Leute. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dadurch besser wird und deswegen mache ich das. Und jetzt machen wir Sport und fühlen uns gut und heute wird ein guter Tag und heute ist der Tag der Tage. Ich muss mein Mindset wieder ein bisschen pushen, Leute. Ich muss es wieder pushen. So, ich war jetzt auf der Sonnenbank und vielleicht sind meine Rötungen jetzt noch ein bisschen roter als sonst. Ich ziehe aber erstmal meinen Ring an, meine Kette. Für alle, die sich immer wundern, also es wundert wahrscheinlich niemanden, aber ich trage eine Bernsteinkette. Bernstein. Bernstein ist ja eigentlich auch kein Stein, sondern eher ein Harz. Und ein Verlobungsring. Bernstein sagt man nach, dass er glücklich macht und halt auch gesund einhält. Und deswegen trage ich den so gerne. Also jeden Tag so mein Mantra, auch wenn der Mond, morgen zum Beispiel ist Vollmond, morgen am Mittwoch ist Vollmond. Das bedeutet, ich werde das waschen und auf die Fensterbank legen und die Mondenergie wird dann wieder die Halskette aufladen. Genauso wie ich zum Beispiel meinen Ring hinlege und andere Rituale mache. Kann ich euch vielleicht auch mal so ein bisschen mitnehmen, obwohl ich das halt immer abends mache und man dann nicht so viel sieht. Ja. Ich mache mir jetzt den Check und hoffe, dass der schmeckt. Also vegane Proteinpulver und dann auch nicht keine richtige Milch zu trinken, ist halt auch schwierig. Ich bin gut im Zeitplan, es ist glaube ich erst 12 und um 3 Uhr möchte ich schon streamen, beziehungsweise 3:30 auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie der Tag heute noch so wird und freue mich richtig doll.
Ja, bisher war er sehr gut, obwohl ich sehr schlecht geschlafen habe. Ich habe nämlich was ganz Doofes geträumt und es hat mich so ein bisschen aufgewühlt. Und dann habe ich heute Morgen erstmal Mai geguckt. Das ist eine YouTuberin, die viel jünger ist als ich. Die ist 19 und hat schon so viel erreicht in ihrem Leben. Ist mit 17 ausgezogen, dann erstmal von Kanada nach Los Angeles. Von Los Angeles jetzt nach New York und ihr Apartment. Also wie schön kann man denn leben in einer Großstadt? Ich bin ja kein Großstadtmensch, aber das ist heftig. Müsst ihr euch angucken, falls ihr sie nicht kennt. Ja, jedenfalls Shake und dann muss ich mein Video schneiden, beziehungsweise möchte ich mein Video schneiden. Und dafür bereite ich mal alles vor, dass ich so ein bisschen mein Space dann habe. Hab nämlich hier so einen kleinen Tisch, wo ich dann alles so hinstelle. Wie mein Laptop. Während der Shake läuft, exportiere ich schon mal die Daten auf meinen PC von der Festplatte. Ich habe gestern Abend beschlossen, so ein bisschen mehr wieder auf mich selbst zu hören, mich nicht ablenken zu lassen. Ich gucke nämlich immer YouTube-Videos beziehungsweise eine Serie, derzeit ja Naruto, und bin immer an mein Handy und kriege eigentlich gar nichts mit von dem, was ich eigentlich gucke. Und das möchte ich auf jeden Fall unterbinden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal Colaway. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mache ich Entbannungsanträge, habe ich noch nie gemacht und es sind einige, wirklich einige dazu. Ich habe mich jetzt geschminkt und esse jetzt was Leckeres und zwar noch von gestern Rest. Also, Reste essen. Einmal Fisch mit gebratenem oder gebackenem Gemüse und nochmal Kartoffeln, Süßkartoffeln. Und dazu oder dabei werde ich auf Twitch kurz meine Emojis, die ich neu gemacht habe, posten. Genau, und hier kann ich dann ein paar Emojis noch hinzufügen. Das werde ich jetzt tun. Okay, perfekt. Hoffe ich jetzt nur, dass die gut ankommen. So, ich lasse mir das jetzt gut schmecken und wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf jeden Fall liken, kommentieren und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, danke fürs Zusehen.